Also, du musst ja theoretisch wieder abbrechen. Ja, egal, gut, okay. Jetzt, du also fängst dann, an. Ist dein Channel. Okay, ja, dann starten wir den Countdown. Wir werden eh. Wollen wir Social Slayer spielen? Ich weiß nicht, die Frage ist, wo wir anders was finden. Ich weiß nicht, wie stark. Wie es um die. Ne? Genau. Ah ja, ah ja. Wir spielen Social Slayer. Diese Könnensstufen steht, dass wir vielleicht eh nichts finden, aber. Ja, wir spielen Social Slayer. Okay, wir spielen Social Slayer. Hey, du hast deine 40, ja. Schlussendlich. Mit ein wenig Hilfe von anderen Leuten, aber gut. Ah ja, okay. Also, dann bist du bereit? Ja, dann, okay, dann zähl am besten auch gleich den Countdown runter. Achso, also soll ich das erst zählen dann beide und dann gleichzeitig. Also soll ich zählen und dann Start drücken oder wie willst du? Nein, wir zählen gleichzeitig mit dem Countdown runter. Das heißt, ach so. Steht, dann sagst du 5 und so weiter und so fort. Ah ja, okay. Da komme ich mir blöd vor, aber okay, machen wir so. Er schaut dir ja niemand zu. Hoffe ich. Nee, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und wie man vielleicht schon sieht, bin ich nicht alleine, sondern auch der SpongeBaus MLG dabei. AK FFL Legacy, ehemalig. Genau. Ich bin als Special Guest hier. Special Guest und wir spielen hier Social Slayer, zumindest steht das da. Und, ja, Halo 3, by the way, aber ich glaube, das sollte mittlerweile jeder begriffen haben. Den Gesellschafts-Showdown in Halo 3. Gesellschafts-Showdown. Weil in Rangliste werden wir wahrscheinlich nicht allzu viel finden momentan zu der Uhrzeit. Ja. Es ist 2:45 nachmittags. Ja, wir sind halt da, Frühaufsteher oder so. Ja. Also gerade in den Sommerferien, ne, ist ja 2:45 ja, eigentlich klar. Nur mitten in der Nacht bei den meisten. So, erneut zu. Ja, toll. Das fängt gut an. Mein Gameplay wird übrigens auch mit aufgenommen. Genau, ja. Wird es denn eigentlich auch bei euch auf dem Channel hochgeladen, oder wie ist das? Ja. Ja, du schickst mir das. Das war zumindest der Plan, dass du mir das schickst. Und ich schneide das dann zusammen, so wo gerade was Actionreiches passiert. Achso, wo gerade der Shit abgeht. Genau, stimmt. Zumindest. So hatten wir das. Planung. Genau. Genau. Also dann musst du aber heute immer einblenden, der Name, wer gerade die Kamera hat. Ja, natürlich. Sonst wäre das ja voll verwirrend. Dann sind ja alle voll verquirrt. Naja. Ja, haben wir denn irgendwas zu reden? Ich weiß nicht, theoretisch können wir auch einfach nichts reden, dann kann ich die Stelle auch rausschneiden. Oh ja, jetzt hier, jetzt aber. Gib ihn! ja, nun, hier sind wir wieder. Wir haben was gefunden. Team Slayer auf Last Resort. Es ist wunderbar, wie Halo 3 es immer wieder schafft, diese super Spieltypen rauszusuchen. Ja, immer, das ist sehr oft Last Resort in Soul Slayer. Das ist. Ja. Vor allem, also ich meine, in dem Fall, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde die Map, also hier ist es nicht schlecht, aber ich finde sie jetzt auch nicht so mega, dass ich mich ärgern würde, dass sie da wäre, aber es kommt dann zum Teil immer so, was weiß ich, Team Slayer auf Pit oder dann kommt wieder Team BRs auf Boundless, wo du denkst so, ja, könnte also, man vielleicht auch mal Kombis nehmen, wo beides gut ist? Ja, ist wirklich so. Ich meine, hier in dem Fall finde ich jetzt beides nicht so prickelnd, sowohl Slayer als auch die Map. Ja, da wurde die jetzt reingenommen, oder was? Ja. Fuck! Na egal, Eliten gewinnen. Los! Ja, aber ich bin keine Elite mehr. Oh. Jetzt verlieren wir also. Mann, alles nur wegen dir. Ach so. So ist es also. Okay. Ja, es wäre schön, wenn ich meinen Gegner sehen würde. Ach doch. Ja, das ist durchaus. Oh, irgendwer ist gestorben. Was ist eigentlich deine Kennung? X91. X stimmt, ja, das habe ich vorhin wieder vergessen. Schon mal mit einem guten Triple angefangen. Oh Mann, ich will auch was sehen. Ich sehe nur Gegner, die direkt vor mir sterben. Äußerst ärgerlich. Wow. Lol. Wie? Wo sind denn die ganzen Gegner hier? Ich sehe keinen. Ah, da unten. Es ist lebt. Hey, und es laggt. Also, es laggt nicht, aber es überlebt. Oh Gott. Oh Gott, ich werde umringt.
Oh. Wieder. Dani aus daneben geschossen von Chat. Yeah. Noch ein Kill. Da hinten war noch was Böses, glaube ich. Habe ich gesehen. Habe ich gehört. Oh Gott, da. Oh, Gäste. Oh, ich habe keine Muni mehr. Ups. Oh, ich muss mal, glaube ich, meinen Sound ein bisschen leiser machen. Nicht, dass ich hier Echo habe in meiner Tonspur. Oh, scheiße. Ich habe ganz vergessen, das hier auszustellen. Egal. Das zeugt von Professionalität. Nee. Klar zeugt das von Professionalität. So, jetzt kann ich mein Headset nicht aufsetzen. Das war nicht der ursprüngliche Plan, den ich verfolgt habe, bevor ich vergessen habe, welchen Plan ich verfolge. Ich verfolge gerade den Plan, hier irgendwie eine gescheite Waffe zu finden. So, jetzt muss ich hier nochmal mein Headset den Kleins lauter stellen. Und es läuft. Alles ein wenig gedämpft, aber nur gut. Das ist schön. Das Schöne an Social Slayer ist ja, dass man so ein bisschen. Oh Gott. Dass man so ein bisschen für sich selber spielen kann. Man muss nicht so wirklich krass im Team spielen. Das stimmt, ja. Also man kann so ein bisschen. Außer chilliger spielen. Das ist so dreist, immer diese Leute da, die einen schlagen, obwohl sie und dann irgendwie über zigtausend Meter Entfernung und dann ist man tot. Einfach so. Oh, er hat mich gestuckt, oder? Nein, hat er nicht. Cool. Oh! Was kommt hier? Die Mega-Kombo. Nein, ouch. Ich lebe noch. Und ich habe auch vor, weiterhin zu leben. Ja, ich frage mich, wie ich hier die ganze Zeit am Leben bin. Er läuft hier durch mit seiner Shotgun. Ja, irgendwie will ich auch gerade nicht sterben, aber das ist ganz gut so. Vielleicht schaffe ich sogar eine Perfection, das wäre doch mal was. Das wäre lustig, ja. Nein, stopp, dann stehe ich wieder so blöd da. Ja, aber wir haben auch in Halo 3 zumindest einen gewissen Skillunterschied. Ich habe leider etwas. Ich habe etwas mehr Halo 3 gespielt als du. Au, da habe ich selbst getötet mit dem Blutschein. Halo 3 zumindest. Ich glaube, in Halo 4 sieht es wieder anders aus. Ja, Halo 4 ist auch so. Naja. Fangen wir das lieber jetzt gar nicht erst an. Ich sag mal, es verfolgt einen Hintergrund, dass wir heute Halo 3 hier spielen. Ja, doch, durchaus. Der Laser ging knapp vorbei. Oh Gott, da oben sind böse Leute. Und sie sind böse, hab ich gehört. Oh Gott, und sie überleben. Böse Leute sind böse. Ah, ich bin tot. Meine schöne Shotgun. Wieso hab ich auch keine VR gekriegt? Egal, hier liegt eine. Praktisch. Meine VR. Brr. Boah, schon wieder so knapp gelasert. Wer lasert denn da so? Ja, irgend so ein blauer. Mann, echt. Oh, schon wieder. Ich sollte halt langsam keine Munition mehr haben. So, wie komme ich jetzt da hoch am blödsten? Oder er kommt runter, das geht natürlich auch. Und stackt mich! Und stirbt nicht! Ach komm. Och, ich habe gegen den Eisenpfeiler geschossen, ne? Wow! Was zur Hölle macht ihr da? Also ich weiß es nicht, also auf jeden Fall nicht sterben zurzeit, komischerweise. Oh man, das würde ich auch gern tun. Das hört sich irgendwie gut an, das nicht sterben. Ja, ich krieg mich irgendwie nicht tot. Nein, die Shotgun ist nicht da. Oder noch nicht da. Ah, hier liegt sie. Er hatte sie also. Jetzt hab ich's. Bei mir ist auch gerade relativ wenig Action, muss ich sagen. Ja, hier ist gerade generell. Oh Gott, ein Fernkampf-Niedler hier. Der Niedler. Oh nein, Hilfe, ich bekomme fast ein bisschen Angst. Oh. Oder sniped irgendwer und springt wild umher. Das reimt sich auch noch. Teuflisch. Und der ist One-Shot. Und er stirbt nicht. Komm jetzt. Was ein Sniper-Snare. Oder liegt es da noch? Es liegt da noch. Cool. Gut, dass ich nicht snipen kann. Au! Hilfe! Ich bin hier so ein bisschen paranoid gerade vor der Kerbe, muss ich sagen. Nein! Hab ich nicht bekommen! Oh Gott, ich spiel gerade nur Müll. Aber egal, das ist doch mein erstes Spiel heute. Also, ja, und ich bin erst vor kurzem aufgestanden. So ein Luxus will ich auch haben. Oh, da hat einer gequittet. Oh, da sind ja schon zwei beim Gegnerteam rausgegangen. Echt? Oh, äußerst ärgerlich. Das ist ja nicht so toll. Ja, das ist durchaus etwas ärgerlich, aber wir haben ja eh gleich gewonnen.
sobald. Ja, wir können ja zwei Spiele machen. Ja, wir machen Im nächsten, ich bin mir sicher, im nächsten Spiel gehen sie nicht raus. Ey, Mann, die Leute stehen laut über mir. Wie komme ich denn da hoch? Och nein! Oh. Jetzt wurde ich echt noch vom Gast gelasert. Den schnappe ich mir. Das ist immer runtergesprungen, egal. Ich bin nur eins, die Camo. Okay, dann eigentlich will ich mal hoch, aber das reicht die Camo auch. Camo, Little. Das ist ein sehr eindeutiges Spiel bis jetzt. Ja, doch. Durchaus. 40 zu 17, also naja. Nein, passiert. Oh, fuck. Also eine Chance haben sie ja noch, so ist ja nett. Klar, eindeutig. Oh, hier liegt ein Laser, den nehme ich doch mal mit. Nein, er hat mich entdeckt. Einfach so. Ah, okay. Immer dieser Lord Q5 irgendwas. Und dann werde ich gestuckt. Ja, der nimmt mir dauernd, wenn ich mal einen Kill bekommen würde. Dann bekommt er ihn. Immer Lord Q5, wie auch immer. Ja, mein BA ist ja nicht so gut unterwegs. Hinter dir ist sowas Böses. Was, hinter mir? Oh! Ja. Der hat mich gestuckt. Der hat mich auch schon gestuckt, der Arsch. Und ich hab ihn nicht gestuckt, das ist ja ärgerlich. Da liegt eine Shotgun. Oh Gott, jetzt kommt sie hier mit Geschützpower. Oh nein. Oh nein. Wo ist der Kerl jetzt hin? Ist der, der ist tot. Tatsache. Mal sehen, wo liegt denn hier noch eine Brille? Drin liegt eine Brille. Au, au, au. Woher haben die dauernd den scheiß Bloodshot, dieser dumme Kackgast? So, Munition. Abgehakt. Jetzt wollen nur noch Gegner, von denen wir eine glorreiche 3 haben. Ich sollte aufhören, No-Scopen zu probieren. Ist nicht meine Stärke. Naja, bei mir snipe nicht die Stärke, also so nicht. Ja, ich habe wenigstens den Last Kill gemacht. Mit glorreichen 6 Kills, naja, okay, gut. Aber jetzt bin ich ja eingespielt, das kann ich ja pro gehen oder so. So. Ja, jetzt können wir ja gleich noch eine Runde spielen, dann kannst du uns mal zeigen, was du drauf hast. Klar, Mann. Jetzt ja. Soziale Slayer. Das finde ich, ich hoffe, dass das auch irgendwann wieder so gemacht wird, Mann. Die Aufteilung in Social und Rank, das war einfach viel besser. Ja, das war vor allem für sowohl die Competitive-Spieler als auch die Casuals eigentlich ziemlich gut. Ja. Mann, ey. Was ich in Halo 4 auch noch nicht ganz verstanden habe, ja. Da waren sie ganz schlau und haben Forge Island reingebracht. Dann haben sie ihre komische Forge Island Testspielliste gemacht. Und dann gibt's keine Maps online! Wo sind die denn alle hin? Sind die alle in den Äther gewandert oder wie? Da waren so gute zum Teil dabei und sie sind einfach alle nicht da. Halo 4 Logik, sag ich da nur. 3v3, warum? Deswegen, ich bin auch noch sehr skeptisch. Ach du Scheiße, was ist das für ein Team? Ja, ich bin auch sehr skeptisch gegen Halo 5 gegenüber, muss ich sagen. Ja, ich auch. Also ich werde es mir auf jeden Fall nicht vorbestellen. Vorbestellen werde ich es gleich schon, dafür bin ich einfach ein zu großer Halo-Fan und ich fand die Kampagne in Halo 4 auch ganz gut und die war es mir allein schon wert, das Game zu besitzen. Aber ja, ich wäre für ein Veto ganz stark, ganz stark. Ja, das als erstes Mal und von meiner Seite her, ich bin halt nun mal kein Halo-Kampagnen-Freak, muss ich sagen. Ich spiele die Kampagne zwar schon durch, aber mich interessiert... Alter, diese Abwechslung heute. Mich interessiert die Story jetzt nicht so hart, deswegen kann ich auch gerne auf Halo 5 verzichten, wenn Multiplayer jetzt nicht so toll ist. Ja, was mich halt so verwundert ist, was ich einfach nicht verstehe in Halo Re... Alter, was sind das eigentlich für Gegner hier? Die sind alle... Guck dir das mal, das sind die größten Social-Suchtis. Social Pros. Social Pros. Pro Socials.